Der Herr führt uns häufig so, dass kleine Gehorsamsschritte uns wirklich die Tür öffnet zu etwas Größerem. Manchmal verlangt er von uns ganz kleine Dinge, die wir tun sollen, damit wir weiterkommen. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, dann bleiben wir da stecken. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben sehr gut, dass der Herr mir irgendwas aufs Herz legt und bis ich es endlich tue, bleibe ich da stecken. Ich muss es umsetzen, um weiterzukommen. Vielleicht ist das bei dir auch so. Schau mal, in der Bibel finden wir beispielsweise die Begebenheit mit dem Blinden, wo Jesus sagt, geh und wasch dich am Teich Siloah. Der Blinde hätte sagen können, naja, also sowas, der hätte mich doch heilen können. Der hat hunderte von Blinden geheilt durch Handauflegung. Andere hat er mit ein bisschen Staub und Spucke eine Matsche gemacht und auf die Augen gestrichen. Warum soll ich mich da jetzt, wenn ich schon blind bin, da bis zu dem Teich da durchschlagen? Oder er hätte denken können, ach, das ist so weit, ich gehe lieber zum Teich Bethesda, der ist ja um die Ecke, das wird genauso gut sein. Wäre er dann geheilt worden? Nein. Er hätte auch sagen können, ach, das mache ich mal später, jetzt habe ich gerade keine Zeit oder keinen Freiraum oder was auch immer. Wäre dann geheilt worden auch? Nein. Er musste das tun, was Jesus ihm jetzt aufs Herz gelegt hatte oder gesagt hatte. Und dann geschah das Wunder. Und genauso ist das auch bei uns. Ich bin absolut überzeugt, dass wir häufig in unserem Leben feststecken an irgendwelchen Kleinigkeiten, die verhindern, dass wir in das Eigentliche, was Gott für uns hat, durchstarten können. Beispielsweise, weil wir aus Stolz uns bei irgendjemandem nicht entschuldigen wollen. Oder weil wir irgendeine Sünde so lieb gewonnen haben, dass wir sie nicht loslassen wollen. Irgendeine Gewohnheit. Weil irgendetwas im Weg steht, wir in einem bestimmten Bereich ungehorsam sind oder und nicht in das Eigentliche hineingehen, was Gott für uns hat. Im Alten Testament gibt es auch eine interessante Geschichte, das ist mit dem Naaman. Der ist gekommen und wollte geheilt werden, weil er aussätzig war. Und dann hieß es, okay, ich brauche gar nicht zu dir zu kommen, geh einfach und bade dich im Jordan, tauch dich unter. Und er wurde zornig darüber, weil er das nicht erwartet hatte. Er hat gesagt, er wird jetzt ein mächtiges Gebet kommen und jetzt wird er einfach so abgespeist und er wollte schon nach Hause gehen. Seine Diener sagen ihm, nein, probier es doch wenigstens aus. Wenn der dir sonst was gesagt hätte, was du tun sollst, hättest du es ja auch gemacht. Und er lässt sich von den Dienern überreden und tut das kleine Ding und wird völlig geheilt und wird völlig frei. Vielleicht hast du von Gott etwas aufs Herz bekommen, was klein aussehen mag, aber was du erst tun musst, um in die Fülle dessen zu kommen, was der Herr für dich hat. Vielleicht hängt der Gebetsdurchbruch, an dem du schon lange dran bist, an irgendeiner Kleinigkeit, von der du eigentlich schon längst weißt, dass du die bereinigen sollst. Ich glaube, dass der Herr heute zu dir sagt, bring das in Ordnung, geh daran, sei einfach gehorsam in dem Kleinen, was ich dir gesagt habe, und du wirst sehen, dass da Größeres freigesetzt ist. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.